Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Black Mesa. Viele schlimme Dinge sind passiert, auf uns wurde geschossen, wir sind irgendwelche Schächte runtergefallen, Bomben sind explodiert, man mag es kaum glauben, was hier alles passiert ist. Ich gebe zu, ich als alter Pro-Gamer bin natürlich auch gleich ein- oder zweimal wow! So ein Jizzer ist am Start. Okay, alles klar. Drücken wir mal hier auf den Knopf. Glück gehabt, da hat man sich mal easy in die Luft jagen können. Yeah. So, tot ist er. Ich weiß nicht, wie der uns getroffen hat. Wir sind doch immer sehr, sehr gut. Großartig gut sein gespuckten Zeug ausgewichen. Aber gut. Da oben haben wir den Knopf gedrückt, was auch immer der uns gebracht hat. Bäh. Eklig. Eklig, schleimig. Bäh, igitt. Oh, da ist ein Durchgang. Da müssen wir wohl auch durch. Ich weiß überhaupt nicht, was der Knopf gebracht hat. Ah, der hat hier unten die Tür aufgemacht. Ja, aber die... Nee, pass auf, ich gehe jetzt erstmal hier oben durch. Nicht, dass ich schon wieder irgendeinen Seitenarm übersehe. Ja, hier sind nämlich so coole Ventilatoren und sowas. Und... Granaten. Und eine Kopfkrabbe. Aha. Und hier ist dann wahrscheinlich auch der alternative Weg zu dem Fahrstuhl, mit welchem wir da überhaupt erst angekommen sind. Ich weiß es nicht mehr, Mann. Lasst mich in Ruhe. Ich habe vergessen, was passiert ist. So, ein bisschen Lebensenergie, da der Spucker uns ja ziemlich brutal angespuckt hat. Und hinunter. Lieber eine vernünftige Waffe auswählen. Jede Menge Lebensenergie gibt es hier. Das hier sieht aus wie ein eher verlassener Bereich der Black Mesa Facility. Hier gibt es eine Eisenbahn, das ist schön. Hier unten gibt es eine Autobahn, denke ich mal. Also hier können wahrscheinlich Autos entlang fahren. Transportwesen passiert hier sozusagen. Was passiert, wenn wir hier lang laufen? Okay, hier können wir den Weg aber offenbar auch laufen. Wir müssen nicht die Eisenbahn nehmen, habe ich das Gefühl. Ich möchte aber die Eisenbahn nehmen. Klopp! Oh, explosive Kisten. Da sollte ich vielleicht nicht mit meiner coolen... So. Ah, okay. Aber das ist ja praktisch. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle töten muss. Ich finde es lustig, im Vorbeifahren zu schießen. Platsch. Au, au, au. Ja, das war was für ein Glück. Beinahe wären wir hier in diese radioaktiv verseuchte Suppe reingefallen. Und das wäre auch keiner. Puh. Hüpf. Hüpf. Aha. Okay. Aha. Na dann, wieder mal rein in die Rohre. Die Rohre sind doch sowieso das, was das Spiel großartig macht. Okay. Oh. Das hat ihn in Einzelteile zerlegt. Sehr gut. Schönes Ding. Es macht mir Spaß, Viecher in Einzelteile zu zerlegen. Oh ja, das ist großartig. So. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese ganze...
radioaktive Scheiße hier da nicht so rumliegen sollte, wenn ich ehrlich bin. Voll gut. Danke, Anzug. Hier ist nichts. Nee, das soll... Das soll... Wow! Ah, das sollte so nicht sein. Da. Ja, von überall. Leg die hier lieber wieder rein. So. Ich hoffe, das waren sie jetzt alle. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das hier alles so rumschwimmen sollte. Ich glaube, das ist nicht gut, was hier passiert. Nicht gut. Da sollte man die Umweltbehörde, eventuell sollte man da die Greta mal drauf ansetzen. Die weiß bestimmt, was zu tun ist. Ja, auch hier, dass der Fahrstuhl direkt in diese radioaktive Mauke reinhängt. So, das ist ganz bestimmt nicht richtig. Das ist ganz bestimmt nicht richtig. Oh, ich habe auch gar keine Munition mehr. Das ist ja ärgerlich. Oh, 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 da habe ich nicht drauf geachtet. Da hätte ich konservativer mit umgehen sollen. So. Die Türen gehen auf. Das sind viele Einzelteile gewesen. Die Kollegen lösen sich dadurch die Wand auf. Okay. Spannende Musik. Mhm. Leute, die Musik ist voll unpassend dafür, dass ich keine Munition habe. Da nicht glücklich mit. Schrotflintenmunition, ein bisschen live gibt's hier ja noch. Hüpf! Hüpf! So, sammeln wir uns hier nochmal das hier ein. Da unten ist so ein Spuckviech. Aber ich habe nicht genug Munition, mich damit auseinanderzusetzen. Alles klar. Wir betreten Silo D1 in der nächsten Folge, glaube ich. Meine lieben Freunde, es scheppert bedenklich und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Es war mir ein Vergnügen, für euch da gewesen zu sein. Alles Liebe, alles Gute, alles Schöne. Haut rein, grüßt eure Liebsten. Bis dann. Bye, bye.